Kannst du dich an Snezan erinnern? Die Dame mit der Nase entstellt in einem Kosmetikstudio im ersten Bezirk, die sich fälschlicherweise als Schönheitsmediziner oder Schönheitschirurgen ausgegeben haben. Und wir haben Snezana jetzt eigentlich schon sehr, sehr viele Jahre mitbegleitet. Und ich möchte heute den Zeitpunkt wählen, um ein bisschen das Vorher-Nach-Ergebnis zu zeigen, weil wir haben ja schon die eine und andere Korrektur gemacht. Wir haben die Lippe korrigiert, gibt es einen eigenen Teil dazu. Wir haben die Nasenspitze mit Eigenfett aufgebaut. Und heute ist es eben das Thema, nach dem anderen Teil, die ihr schon gesehen habt, auch ein bisschen noch weiter zu schauen, was denn so im Laufe der Zeit passiert ist mit ihrer Nase und was wir erreichen konnten. Was man sich erinnern konnte vielleicht, und sonst schaut ihr das Video das damalige nochmal an, es ist mit einem Hyaluron-Pen, das heißt keiner Nadel, sondern mit einer Druckluftpistole Hyaluron eingebracht worden, mehrmals. Es hat dir wehgetan, das ist einer der wichtigsten Faktoren für einen Gefäßverschluss, wenn bei der Behandlung ein starker Schmerz auftritt. Ich hatte das zweimal in meinem Leben, mittlerweile leider Gottes schon. Und das ist quasi das prägnanteste Thema, dass es eben wehtut und die Patienten auch im Nachhinein Schmerzen haben. Das ist besonders. Und bei ihr hat es eben quasi zu einer Verstopfung in diesem Bereich geführt, der die Nasenspitze betroffen hat und dann noch eben auch die Lippe. Und starten wir jetzt nochmal hinein und ich blende mich dazu aus in die Fotos, die wir damals gemacht haben. Das ist 2022 und das ist jetzt 2024. Es ist ein Großteil des Gewebes damals abgestorben. Wir haben auch gesehen, der Übergang zwischen dem gesunden Gewebe und dem alten Gewebe ist eine richtige Stufe entstanden. Und bis die Krusten runtergegangen sind, ist eigentlich der Knorpel fast freigelegen. Und man sieht auch quasi, wie die Lippe damals eingezogen war. Das ist dann noch viel schlimmer geworden. Und wenn wir uns heute 2024 anschauen, dann werdet ihr sehen, dass wir schon einiges erreicht haben. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zur Anatomie kommen. Man kann mich da vielleicht einblenden, dann ist es ein bisschen spannender. Was ist passiert? Die Hanna ist hier quasi auch als Modell und wir haben hier quasi die Gefäßzeichnung auch auf unserem Schädel von der Phil Academy. Aber was wir sehen, wir zeigen es vielleicht von der Hanna besser, es ist in diesem Gefäßbereich, hier ist Hyaluronsäure eingebracht worden und das Gefährliche ist, dass das im Prinzip zurückwandern kann bis in die sogenannte Augenarterie. Das wäre der gefährliche Teil. Es ist aber quasi, diese Verstopfung hat vor allem dazu geführt, dass die Durchblutung der Nasenspitze, das ist dann der Fehler, dürfte hier nach unten gewandert sein, bis hierher und hat im Prinzip hier diesen ganzen Bereich lahmgelegt und dadurch ist quasi ein Nasenflügel, Nasenspitze und eben auch Teile der Lippe sind nekrotisch geworden. Das ist dann im Endeffekt passiert, nur durch dieses Ereignis, eigentlich hier, ich mache das jetzt nochmal rot, nur durch dieses Ereignis, dass hier Hyaluronsäure mit dem Hyaluronsäure-Pen eingebracht wurde. Schauen wir uns das jetzt nochmal im Detail an und ich glaube, das Spannende, das, was wir sehen, ist, wie gut eigentlich dieses Ergebnis im Endeffekt jetzt schon geworden ist. Und es gibt auch den Teil mit dem Dr. Philipp Hüttinger, Doppelfacharzt für plastische Chirurgie und HNO-Chirurgie, der eben Nasen ganz toll operiert, hat auch in meiner Familie schon, entfernten Familie, herumgeschnitzt, der macht das wirklich gut. Und mit dem haben wir zusammen eben die Lippe korrigiert mit einer sogenannten Z-Plastik. Man sieht eben, der Übergang zwischen der Lippe ist jetzt im Prinzip ein gerader. Narben werden nicht mehr verschwinden, ist auch übrigens ein gutes Beispiel zu zeigen, dass wir etwas nur verbessern können. Und was wir jetzt hier noch haben, ist so ein bisschen eine Nase, die wie so ein Parrot-Pick, wie so ein Papageienschnabel nach unten schaut. Warum? Weil Gewebe verloren gegangen ist. Und was wir gemacht haben, wir haben mit Eigenfett hier das Gewebe aufgebaut, weil der nächste Schritt, den wir planen in der Nasenoperation, ist eben den Nasenhöcker quasi hier sowohl knorpelig als auch knöchern abzutragen. Auch die Nasenspitze hier ein bisschen zu korrigieren und damit quasi die Nasenrundung irgendwie ein bisschen besser hinzubekommen, dass die Nase dann im Endeffekt quasi ein bisschen runder ausschaut. Das ist natürlich in Wahrheit ein Himmelfahrtskommando, in diese massiv traumatisierte Nase reinzugehen. Und deswegen haben wir eben schon begonnen, mit Eigenfett die Verschiebeschichte hier aufzubauen. Aber auch hier von der Seitenansicht und jetzt hier nochmal von vorne, glaube ich, sieht man relativ gut, was gemacht wurde. Also wir haben die Lippe korrigiert, damals mit so einer Z-Plastik haben wir die korrigiert. Wir haben die Nasenspitze aufgebaut. Wenn man die Nase hier angreift, kann man die richtig schön schon verschieben mit dem Eigenfett. Und jetzt geht es darum, einfach diesen Knorpel hier zu kürzen, den Knorpel hier zu kürzen und das Snezana noch mehr Lebensqualität zu bieten. Was eben Wahrheit schon ein Wahnsinn ist, wenn wir uns überlegen, quasi, was da vorher war und was wir heute erreichen konnten, dann ist das relativ viel. Aber eben bitte, ganz wichtig, Finger weg von diesem Hyaluron-Pen. Hyaluron-Pen sind eben Behandlungen, die teilweise die Hyaluronsäure unkontrolliert mit viel Druck noch tiefer reinbringen können und die eben Gefäße zerstören können. Bitte auch nicht in die Lippen unterspritzen. Und dieses Beispiel von Snezana soll uns nur zeigen, welches Ausmaß quasi ein bisschen eine Höckerverkleinerung mit dem Hyaluron-Pen
mit sich bringen kann. Aber seid gespannt auf die nächsten Korrekturschritte und dann werden wir vielleicht auch mal mit der Sesana nochmal ein Interview machen, mit ihr ein bisschen quatschen, wie es denn ihr im Endeffekt so geht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich um Kommentare und Sesana selbst schaut die Videos auch immer gerne an und freut sich vor allem extrem, wenn ihr auch positive Worte ihr zusprecht. Ich finde es nach wie vor ganz toll, dass sie sich bereit erklärt hat, diese Reise zu begleiten, weil sie einfach vielen helfen soll, diesen Fehler nicht zu begehen, den sie begangen hat. Und in diesem Sinne danke fürs Zuschauen. Und wenn du noch nicht quasi dem Kanal gefolgt bist, dann freue ich mich, wenn du das tust. Alles Gute, bis bald, ciao und baba.